Castingshows zu Musik gibt es ja im Fernsehen inzwischen jede Menge. Aber wir hier in Mecklenburg-Vorpommern haben auch Riesentalente. Zum Beispiel Kim Eileen aus Ueckermünde. Und die hat auch schon beim NDR sich verewigt. Zwei Jahre ist es her, da hat Kim Eileen angefangen, an der Kreismusikschule Ueckerando Popgesang zu lernen. Einmal in der Woche hat sie Unterricht bei ihrem Gesangslehrer. Kim ist sein bisher größtes Talent. Sie hat ein Ausnahmetalent. Sie singt mit Seelen, mit Herz und Seele und kann die Töne formen. Und das ist in dem Alter natürlich sehr, sehr unnatürlich, beziehungsweise was ganz Besonderes. Stimmbildung und Intonation. Ohne musikalische Grundausbildung geht gar nichts. Man sucht mal bei den oberen Tonen, die Ruhe ein bisschen nach vorne zu beugen, ja? Und dabei die Bauchmuskulatur ein bisschen anspannen. Okay. So, ja, nochmal. Und. Mit 9 Jahren hat Kim Eileen eine Karaoke-Maschine bekommen. Seitdem liebt sie das Singen. Na, da vergesse ich also alles um mich rum und so. Also, wenn ich mal irgendwas hab, wenn ich traurig bin oder so, dann singe ich. Kim Eileen geht in die 6. Klasse der Regionalschule Ueckermünde und ist eigentlich eine ganz normale 12-Jährige. Also, ich tanze gerne. Ich spiele gerne mit meinen Tieren. Also ich habe eine Katze, einen Hund und 2 Kaninchen. In der Schule bekommt sie manchmal den Neid der anderen zu spüren. Manche finden es gut und manche finden es nicht gut. Also ja, wenn man da gerade von redet, dann irgendwie... Die reden die sich um oder machen so ein komisches Gesicht oder sowas. So schlimm finde ich es eigentlich nicht. Jeder hat da seine eigene Meinung. Die Zeit ist reif für ein bisschen Zärtlichkeit. Okay, reicht schon laut. Musiklehrer Karl-Heinz Seger jedenfalls ist überzeugt, dass Kim Eileen die Musikwelt offen steht. Die Zeit ist reif für ein bisschen Zärtlichkeit. Sie hat alle Möglichkeiten, wenn sie in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Da muss man sehr vorsichtig sein, dass sie nicht an falsche Leute gerät, die ihr den falschen Weg weisen. Sie muss alles von der Pike auf lernen. Sie muss Noten lernen, sie muss Klavierspiel lernen, sie muss vernünftig mit der Stimme umgehen können, sie muss eine Bühnenpräsenz erlernen. Und das alles zusammen kann einen Star aus ihr machen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ja, und welcher Künstler träumt nicht davon, von einem Plattenvertrag und vor allen Dingen, dass man dann später mal seine eigene Musik auf Platte oder eben auf CD bekommt. Und die werden hier zum Beispiel gepresst. Herr Runge, heißt das richtig gepresst eigentlich?